Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Bitte entschuldigt, ich sehe heute etwas chaotisch aus, weil ich gerade jetzt von der Arbeit komme und da der große Weihnachtsstress ausgebrochen ist. Aber heute ist die InStyle-Box gekommen. Hier ist sie, in dem schönen weißen Karton. Und die wollte ich jetzt einfach mit euch zusammen aufmachen. Ich bin auch ein bisschen erkältet, also von daher lasst euch hoffentlich nicht davon abschrecken. Dann würde ich einfach sagen, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die InStyle-Box ist auch eine Abo-Box, die ich habe und die kommt alle 3 Monate zu dir und kostet pro Box 25 Euro, wenn du die im Jahresabo nimmst. Wenn man die irgendwie einmalig nimmt, dann kostet die 30 Euro. Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall das Jahresabo. Du findest aber auch unten in der Infobox dann Gutscheincodes oder Hinweise, dass du mich anschreiben kannst, wenn du möchtest, wenn du die vergünstigt haben möchtest. Ich habe das auch so gemacht, habe die somit auch vergünstigter bekommen und ja, so halt. Ich will nicht länger quatschen, wie so oft. Ich mache das Ding mal auf. Eins muss ich aber dann doch noch kurz vorher sagen. Und zwar in der Box hast du nicht nur Beauty-Sachen, sondern auch wirklich so, keine Ahnung, Lifestyle-Produkte und Deko-Sachen und alles Mögliche. Die Box ist immer prall gefüllt und ist größer als die Glossy oder die Pink-Box und ist auch sogar ein bisschen größer als die, oder genauso groß, ich guck mal eben. Ja, ein bisschen größer ist die schon als die Brigitte-Box, die ich ja auch im Abo habe. Ich habe viel zu viele Abo-Boxen, ich weiß das. Mir ist das alles vollkommen bewusst. Ja, so, jetzt mache ich die aber auf. Hier haben wir das gute Stück. Die InStyle-Box kommt eigentlich immer auch in diesem weißen Design daher. Ist matt von der Oberfläche her. Hier hast du in Rot diese schöne InStyle-Box stehen, was halt auch ein bisschen schimmernd ist. Ja. Und wie gesagt, die Box ist prall gefüllt und lässt sich dementsprechend etwas schwerer öffnen. So sieht die Box aus, wenn sie ankommt. Oh, ich habe scheinbar ein Glücksticket gewonnen, beziehungsweise ein Glücksticket mit in der Box. Glücksticket, herzlichen Glückwunsch. Mit diesem Glücksticket haben Sie eine exklusive Überraschung gewonnen. Boss The Scent for Her Eau de Parfum 30 ml im Wert von 61 Euro. Wow, richtig geil. Richtig, richtig geil. Ich hatte schon mal eine Parfümprobe davon. Boss ist geil. Alter, mega geil. Ja, mega geil. Auch richtig cool. Oh, das freut mich. Das freut mich, dass ich was gewinne. Richtig toll. Ja, also ist der Wert der Box schon mal um 61 Euro gestiegen. Jedenfalls von meiner aktuellen Box. Richtig cool. Das freut mich. Hier haben wir dann noch ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das ist die Winteredition. Du hast auch immer 3 Ausgaben von der InStyle als E-Paper mit dabei. Das ist auch immer richtig toll. Ja, da kann man sich dann entsprechend einloggen mit den Login-Daten, die man hat von der InStyle-Box, glaube ich. Und dann kann man das theoretisch lesen. Da ich jetzt nicht so der Ultra-Zeitschriften-Lesemensch bin, ist es bei mir so, dass ich das nicht lese. Wenn ich Zeitschriften bekomme und habe, dann nur wegen der Proben, die da drin sind. Naja, hier stehen auf jeden Fall die ganzen Produkte drin. Das Ding bei diesen Sachen ist, dass da keine Preise drin stehen. Das heißt, ich werde euch die alle aus dem Internet raussuchen und dann hier irgendwo dann immer einblenden. Und ja, immer so die unverbindliche Preisempfehlung, ne? So die groben Preise. Wenn da jetzt so Rabattaktionen sind, schreibe ich euch das auch wohl mit dabei. Aber ja, kann euch dann eigentlich nur den Grundpreis nennen. Und wenn ich hier irgendwelche Gutscheincodes drin habe. Entschuldigung, ich habe heute ein bisschen... heute ist eine Gammelsprache. Sprachgammel, so heißt das. So, auf jeden Fall, ist auch mit dabei. Ich bin immer noch geflasht von diesem Glücksticket, das finde ich total super. Kommen wir zu den Produkten. Du hast hier nicht so viel Krüppelkram drin, wie bei der Pinkbox oder der Glossybox, weil es einfach viel, viel mehr Produkte sind. Natürlich, die Box kommt ja auch nur alle 3 Monate und ist doppelt so teuer. Und du hast hier was zu essen und zu trinken auch manchmal mit dabei. Zum Beispiel Body Change Kapseln fürs Bindegewebe, für gesunde und feste Haut. Sowas finde ich sehr praktisch, denn von Natur aus habe ich persönlich ein sehr schlechtes Bindegewebe.
was sich halt dadurch äußert, dass man dann diese Dehnungsstreifen, diese Schwangerschaftsstreifen hat. Das hatte ich zum Beispiel in der Pubertät ganz, ganz schlimm bekommen an den Oberschenkelinnenseiten oder hier an den Brüsten oder auch hier an der Seite hatte ich das auch ganz schlimm. Also, ne, ich war immer so ein dünnes Mädchen und wenn du dann in die Pubertät kommst und sich dann vielleicht mal eine Hüfte oder sowas formt, ja, und du dann noch ein blödes Bindegewebe hast, dann sieht das irgendwann nicht mehr so schön aus. Hatte ich auch keine leichte Zeit mit, aber ich denke, das geht unheimlich vielen Leuten so. Auf jeden Fall ist das ein gutes Produkt, hoffe ich. Ja, so dass ich dann entsprechend ein besseres Bindegewebe kriege. Und da ist dann natürlich auch die Frage, wie lange man sowas nehmen muss, um überhaupt einen Effekt zu sehen. Naja, aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und gucken. Schaden kann es ja eigentlich nicht, ne? So, hier habe ich eine Maske drin, die von Biore. Die habe ich auch schon mal mit euch in einem Maskenvideo ausgetestet. Finde die aber super, super, super gut. Und gerade jetzt bei der kalten Jahreszeit ist die mega, weil die ist ja nur eine Minute auf deiner Haut. Du hast ja quasi nach dem Duschen direkt eine nasse Haut. Dann machst du das da drauf, lässt das wirklich nur eine Minute drauf und dann nimmst es runter und läuft. Also, es wird auch richtig, richtig warm. Es klärt, es ist toll. Es ist ein richtig tolles Produkt. Kann ich nur empfehlen. Geil, dass es drin ist. Reinigt Poren 2,5-mal gründlicher. Dann habe ich hier von Lavera einen Trend Sensitive Soft Lip Liner in der Farbe Red 03 drin. Das finde ich super. Das ist eine schöne Farbe, eine richtige, ja, für mich oft getragene Farbe und ich habe ja letztens einen Lip Liner von mir aussortiert. Ich habe mir jetzt aber auch in meinen anderen Hauls, die ihr wahrscheinlich jetzt in den letzten Tagen gesehen habt, welche nachgekauft. Aber dann habe ich den auf jeden Fall schon mal als Backup und ja, finde ich cool. Und der ist ganz offensichtlich zum Anspitzen. Ich bin ja bei meinen Plastikdingern von Essence ein bisschen verzweifelt. Auch von dem von Karl Lagerfeld und Model Co, muss ich sagen, weil das war ja aus Plastik und ich habe mich nicht getraut, das Ding anzuspitzen. Jetzt bin ich eines Besseren belehrt worden und weiß, dass ich es eigentlich hätte können. Da war es leider schon zu spät. Aber hier ist es ganz offensichtlich einer zum Anspitzen. Und den kann man bis zum letzten Fitzelchen aufbrauchen. Richtig, richtig toll. Dann habe ich hier ein Eichhörnchen drin, was ich jetzt mal kurz rausnehme. Ein wabbeliges Eichhörnchen. Das sieht mir nach einem Tee-Ei aus. Okay, ich halte es erstmal so in die Kamera. Das ist schon mal ganz niedlich mit diesem Ultra-Riesen-Puschelfiech. Ja. Dann setzt du dir das Eichhörnchen auf den Tassenrand und machst das unten dann in den Tee rein, also in das heiße Wasser und hast hier den Tee drin. Ist alles hier aus Gummi, ne? Das so funktioniert, müssen wir mal probieren. Aber süß ist es allemal. Auch ist das niedlich. Ein niedliches kleines Eichhörnchen. Oh ja, das finde ich super. Das habe ich im Fernsehen schon mal gesehen. Three Bears Porridge, genau richtig. Zimtiger Apfel, das kommt mit auf Arbeit. Ein gutes Frühstück. Habe ich bei der Höhle der Löwen, glaube ich, gesehen. Und finde ich super, richtig cool. Ich liebe Porridge. Oh, Vanillezimt, natürliche Flüssigseife von Joop. Heißt das so? Ja, ich glaube schon. Mit einem süßen kleinen Hasen. Der hat einen Zylinder auf, da. Ach, wie cool. Mit Vanillezimt, natürliche Flüssigseife. Es wirkt. Natürliche Inhaltsstoffe pflegen deine Haut und hinterlassen einen zarten Vanilleduft. Vanille liebe ich. Oh, riecht das geil. Ja, richtig schön nach Vanille pflegend. Nach Winter, nach Weihnachten. Die werde ich direkt hinstellen und die gegen meine aktuelle austauschen. Weil jetzt im Winter kann man sowas sehr, sehr gut verwenden. Wenn du später das so im Sommer oder Frühling oder sowas hast, mag man diese Düfte nicht mehr so gerne riechen. Aber genau jetzt ist die einfach richtig und das ist die Winter Edition von der InStyle-Box und da ist es doch echt passend. Also die haben sich richtig was überlegt und bislang waren das auch sehr geile winterliche Produkte drin, ne? Mega. Als nächstes habe ich einen Gutschein drin von euphoria.com. Und zwar ist es ein 25-Euro-Gutschein. Und das ist für ein Case zum Personalisieren. Ich bin ganz gespannt, ob das nur für ein iPhone ist oder auch für ein Samsung. Meine Stimme will nicht mehr. denn ich habe ein Samsung. Wäre schade, wenn das nicht für ein Samsung wäre. Aber gut.
Hier sehen wir das Ding. Ein Leather-Sticker. Ein Ledersticker. Personal Style. Da bin ich ja mal gespannt. Werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und als erstes werde ich gucken, ob das auch für Samsung geht. Ich schau mal und blende euch das hier unten mal ein, ob das funktioniert. Dann müsst ihr nicht selber gucken. Das macht mir doch gerne die Arbeit. So, yay! Noch eine Maske. Eine straffende Hydrogel-Augenmaske von Chiara Ambra, glaube ich, heißt ihr es? Oh, ist das schönes Design hier unten. Ist eigentlich eher herbstlich, ne? Aber wir hatten ja 3 Monate die Box nicht und das ist dann halt auch schön herbstlich und im edlen Spitzendesign. Werde ich auf jeden Fall austesten. Solche Masken, die teste ich ja immer gerne aus und das seht ihr dann in meiner Instagram-Story. In Instagram, bei Instagram, heiße ich ja Eduard P. Blende ich euch auch nochmal hier ein. Wenn du möchtest, folgt mir gerne. Da kommen immer mal wieder so ein paar Stories oder ne, Posts von mir. Ja, genau. Freue ich mich drüber. Finde ich cool, dass es drin ist. Hab ich echt Bock drauf. Dankeschön. Ja. Überall ist Hydrogel drin. Ui, was ist das? Ein Kaffeepeeling. Body Boom mit Mango. Oh ja, ich liebe Kaffee. Hi, ich bin genau das, was du suchst. Ich bin ein Kaffee-Körperpeeling. Hergestellt aus feinstem, robuster Kaffee, bin ich der Geheimtipp für spürbar glattere und straffere Haut. Deine Haut wird schöner aussehen als je zuvor. Lass uns zusammen duschen. Das ist ja cool. Sowas habe ich auch noch nie ausprobiert. Das ist ja ein trockenes. Doch, ich hatte schon mal ein trockenes von Balea, auch ein Kaffee-Peeling. Bin ich mal gespannt. Aber, hier bin ich auf jeden Fall wirklich gespannt. Bis zu 10 Anwendungen. Okay. Ich denke, also ich befürchte immer, dass wenn ich sowas in die Dusche stelle, dass mir das die ganze Packung irgendwie aufweicht. Weiß ich nicht. Werde ich ausprobieren, werde ich euch von berichten. Mal gucken. Ein trockenes Kaffee-Peeling. Jedes Mal, wenn wir uns unter der Dusche treffen, werde ich dir helfen. Okay, das ist sehr, sehr süß geschrieben, wirklich. Das nächste Produkt, was ich hier drin habe, ist etwas, was ich auch aktuell wirklich rege in Verwendung habe und worüber ich auch schon ein Video gedreht habe, auch von der Höhle der Löwen. Die Washis oder Washis. Und die kannst du wirklich nur mit Wasser, ich benutze es halt immer unter der Dusche, nehmen, um dich abzuschminken. Richtig geil. Also in 0, nichts bist du abgeschminkt. Manchmal, wenn es etwas hartnäckiger bei mir ist oder wenn ich halt meine Haut in dem Sinne auch reinigen möchte, nehme ich zusätzlich noch ein Waschgel dazu, was ich dann halt auch so, nachdem ich mein Make-up runtergenommen habe, auf das Waschi drauf mache. Und 1A. Also ich habe wirklich gute Haut dadurch. Ne? Wirklich. Also die sind mega schön weich, du hast relativ lange Fasern hier drin und ja, kann ich euch nur ans Herz legen. Tolles Produkt, gibt es auch tatsächlich für Babys, also daher kommt das ja in dem Sinne, um die quasi zu waschen. Und ja, als Abschminkpad auch für mich gar nicht mehr aus dem Badezimmer wegzudenken. Richtig, richtig tolles Produkt. Mensch, da haben die sich hier richtig was einfallen lassen. Als nächstes haben wir hier eine Nachtcreme drin von Polar. Das sieht mir so ein bisschen aus wie L'Occitane oder L'Occitane. Ich weiß nicht, wie diese Marke, ne? Diese Handcremes kennt man ja auch. Ja, irgendwie mit Algen und Polar Night ist da die Richtung. Und ne, ich finde, die Verpackung ist sehr weihnachtlich. Silber, Blau, Sternchen. Richtig cool. 100 Punkte von mir und ja, da sind 25 Milliliter drin. Ich bin wirklich gespannt, die auszuprobieren. Nach Cremes gehen immer. Ich habe aktuell eine in Verwendung. Das ist eine 24-Stunden-Feuchtigkeitscreme. Also dementsprechend kann man die abends und morgens verwenden. Und wenn die leer ist, kommt die zum Einsatz. Mega. Die Marke sagt mir aber so gar nichts. Ja, und last but not least habe ich hier das Parfüm, was ich in meinem Glücksticket drin habe, nochmal in klein. Ich bin ja kein Sammler von Miniaturen, deswegen wird das wohl weiter wandern. Es riecht aber herrlich. Boss the Scent. Also das ist wirklich ein sehr weiblicher Duft. Ein tragbarer Alltagslook, würde ich fast schon sagen. Ist wirklich sehr tragbar. Also es ist sehr sanft, sehr süß, aber halt auch nicht zu süß, ne? So dass man es dann gerne trägt und nicht denkt, oh mein Gott, ich komme jetzt gerade aus einer Süßigkeitenfabrik. Ein sehr schöner Duft, finde ich toll. Auch die Mini-Verpackung finde ich richtig schön. Mega hübsch, ne? Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, süß, dass es drin ist. Und für alle Mini-Parfümflaschensammler ist das natürlich auch ein absolutes Highlight oder wie auch immer.
Bei mir leider nicht, deswegen wandert es weiter und ich bin so glücklich, dass ich diese Flasche in groß kriege. So, ihr Lieben, die Box ist leer. Hier haben wir noch ein bisschen Krüppelpapier, was mir gerade auch so ein bisschen durch die Gegend fliegt. Ich bin wirklich gespannt. Also, ich sag mal so, jetzt durch dieses Geschenk, also dieses große Parfüm, so groß, ne, wahrscheinlich, was ich kriegen werde, die 30 Milliliter, steigt natürlich der Wert der Box ziemlich, ne? Also ich denke schon, dass jetzt so alles in allem der Boxenwert, also mit allen Gutscheinen und allem Schlag mich tot, der Wert so bei ungefähr 150, 160 Euro ungefähr liegt. Ich blende euch das hier aber auf jeden Fall nochmal ein, da könnt ihr mal schauen. Ja, aber das Parfüm hat ja alleine schon einen Wert von 61 Euro. Also von daher ist natürlich ziemlich krass. Ihr Lieben, ich finde die Box toll. Also mir gefällt sie richtig, richtig gut. Ich finde es so angenehm, dass du so einen bunten Mix hast aus so vielen verschiedenen Sachen. Deswegen fahre ich mega auf die InStyle-Box ab. Letztes Mal hatte ich ja sogar so eine kleine Pouch da mit drin. Eine kleine, nee, Pochette war das. Eine kleine Handtasche. Die war allein schon irgendwie 120 Euro wert oder so. Also Wahnsinn. Diese Box kann ich euch wirklich ans Herz legen, weil ihr da Sachen drin habt, die ihr normalerweise so euch wahrscheinlich nicht kaufen würdet, weil die wahrscheinlich zu teuer wären. Oder es sind halt auch viele neuere Produkte dabei, Neuheiten und gehypte Produkte. Deswegen schaut euch die Box auf jeden Fall mal an. Kann ich mal empfehlen. Unten, wie gesagt, steht ein Gutscheincode, den ihr da kriegen könnt oder mich anschreiben und dann kriegt ihr den. Mal gucken. Genau. Ja. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten verlinke ich dir meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Dann sage ich mal, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!